Es geht weiter mit unserem Thema Verben und heute haben wir zwei, und zwar er oder sie. Wenn es ein Junge ist, erinnere dich dran, bei einem Jungen ist es er. Wango ist ein Junge, deshalb ist es er. Wenn es ein Mädchen ist oder eine Frau, ist es sie. Zum Beispiel Uma ist sie. Rodrigo ist er. Jakob ist er. Rafaela ist sie. Ich sage zum Beispiel bei Rodrigo, er malt. Oder bei, welche Mädchen haben wir noch? Bei Valentina, sie malt. Wenn es wieder ein Junge ist, zum Beispiel Santiago, er spielt Fußball. Wenn es ein Mädchen ist, Saira, sie spielt Fußball. Ja, erinnere dich dran, das haben wir in der P1 schon mal gemacht. Er bei Jungen und sie bei Mädchen. Aber bevor wir jetzt weitermachen, machen wir nochmal unsere Klatschübung. Steh bitte auf. So, und für diese Übung musst du jetzt aufstehen. Ich mache vor und du wiederholst. Bitte steh auf. Das kannst du nicht im Sitzen machen. Und erinnere dich dran, zum Lernen musst du sprechen. Bitte nicht sitzen und nur schauen. Du stehst auf und machst mit. Wir haben hier verschiedene Verben und mit diesen Verben machen wir jetzt unsere Übung. Aufstehen. Ich male. Du wiederholst bitte. Ich mache ich male, dann machst du ich male. Dann mache ich male, du malst und du machst ich male, du malst. Klar? Okay, nochmal. Ich male. Ich male, du malst. Ich male, du malst, er sie malt. Wir probieren es mal mit Spielen. Ich spiele. Ich spiele, du spielst. Ich spiele, du spielst, er sie spielt. Wird schon ein bisschen besser. Wir machen es mit dem nächsten. Das ist Schreiben. Ich schreibe. Ich schreibe, du schreibst. Ich schreibe, du schreibst, er sie schreibt. Wird langsam besser. Jetzt kommt Schwimmen. Ich schwimme. Ich schwimme, du schwimmst. Ich schwimme, du schwimmst, er sie schwimmt. Das klappt doch langsam. Und jetzt kommt unser nächstes Verb, das ist fliegen. Ich fliege. Ich fliege, du fliegst. Ich fliege, du fliegst, er sie fliegt. Ja, dann kommt jetzt gehen. Ich gehe. Ich gehe, du gehst. Ich gehe, du gehst, er sie geht. Und jetzt kommt noch trinken. Ich trinke. Ich trinke, du trinkst. Ich trinke, du trinkst, er sie trinkt. Und es fehlt noch eins, und das ist kochen. Ich koche. Ich koche, du kochst. Ich koche, du kochst, er sie kocht.
So, wenn du jetzt mitgemacht hast, hast du schon viel über unsere Verben gelernt. Wir wiederholen das morgen nochmal. Jetzt kommt aber gleich die Aufgabe für heute. Und zuerst müssen wir jetzt nochmal hören, wie klingen unsere Verben bei er und bei sie. Du hast das im Klatschspiel gemacht. Ich male, du malst, er, sie malt. Ich spiele, du spielst, er, sie spielt. Ich schreibe, du schreibst, er, sie schreibt. Ich schwimme, du schwimmst, er, sie schwimmt. Ich fliege, du fliegst, er, sie fliegt. Ich gehe, du gehst, er, sie geht. Ich trinke, du trinkst, er, sie trinkt. Ich koche, du kochst, er, sie kocht. Was ist da immer zum Schluss? Das T. Er und sie ist immer mit T. Er malt, sie malt. Er spielt, sie spielt. Er schreibt, sie schreibt. Schreibt. Er schwimmt, sie schwimmt. Er fliegt, sie fliegt. Er geht, sie geht. Er trinkt, sie trinkt. Er kocht, sie kocht. Und genau das machen wir wieder auf unser Papier. Diesmal habe ich zwei Wörter draufgeschrieben, weil heute brauchen wir er und sie. Und ich brauche wieder meinen Bleistift und ich brauche meinen grünen Stift. Malen. Ich male, du malst, er, sie malt. Malt. Und ich mache das T in grün. Spielen. Ich spiele, du spielst, er, sie spielt. Spielt. Und wieder das T in grün. Und wie schon bei ich und bei du, machst du auch hier diese 8 Verben immer mit T. Und das T ist grün. Wenn du möchtest, kannst du dazu noch malen oder noch mehr Verben schreiben.